Und jetzt schauen wir natürlich noch auf die Frauennationalmannschaft. Da gab es einen personellen Wechsel. Krankheitsbedingt fällt die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Man kann noch nicht genau sagen, wann sie ihr Comeback gibt. Hoffentlich möglichst bald. Das wäre ein gutes Zeichen Richtung Genesung. Und übernehmen wird jemand, der schon mal kurzfristig die Frauennationalmannschaft übernommen hat, nämlich Horst Rubesch. Für ihn hat er gesagt, ist das eine absolute Herzensangelegenheit. Er ist jetzt 72 Jahre alt, das ist schon ein interessanter Move. Ja, sehr interessant. Mich hat es auch total überrascht. Auch wenn man kommt ja dann auch nochmal mit Nürnberg, seinem ehemaligen Co-Trainer aus der U21-Nationalmannschaft, zurück. Britta Karlsson wird noch dieses Trainerteam komplettieren und vervollständigen. Und dann ist man aber auch eben wieder 4 Jahre zurück in die Vergangenheit gereist. Und man hat das Modell mal eben kurz bei den Männern so ähnlich gemacht mit Rudi Völler, der einmal kurz Teamchef wieder war, mit einem jungen, frischen Trainerteam an seiner Seite mit Hannes Wolf und Sandro Wagner und jetzt so was Ähnliches, so ein ähnliches Konstrukt vielleicht auch bei der Frauennationalmannschaft, was jetzt übergangsweise ja so passieren und so operieren soll. Und ich glaube, die Mannschaft hat sich ja auch einen Trainer gewünscht, eine schnelle Entscheidung vor allem auch gewünscht und vielleicht auch jemanden, den sie kennen und mit dem man weiß, wie es jetzt weitergeht. Ich bin noch so hin und her gerissen. Ich finde es einerseits erstmal gut, dass Horst Rubesch auch verfügbar ist und es macht und ich bin mir auch sicher, dass das gut machen wird. Und trotzdem muss man beim DFB natürlich gucken, dass man, je nachdem natürlich, wie der Gesundheitszustand von Martina Voss-Tecklenburg aussehen wird, du sagst, wann sie zurückkommt, ob sie natürlich auch zurückkommt und dass man für diesen Fall B dann natürlich auch gerüstet ist und da eben auch schon schaut, dass man dann eine bestmögliche Besetzung auch findet. Und das ist auch was, was man in der Zukunft einfach schaffen muss, dass man junge, aufstrebende Trainer, Trainerinnen aber auch dahin bringt und dahin fördert, dass sie dann eben auch für die ganz großen Steps und den ganz großen Step dann eben auch bereit sind und dass man da eben auch guckt, dass man ja kreative Lösungen auch einfach findet und dann eben aber auch diese wichtige Position richtig besetzt. Und Horst Rubesch ist eine Übergangslösung und ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht auch schneller noch, ja, noch mehr Optionen dann auch hat. Man sucht ja so ein bisschen händeringend irgendwie nach Optionen, auch medial nach Optionen. Wer könnte es denn eigentlich übernehmen? Und jetzt, glaube ich, fährt man aber ganz gut mit Horst Rubesch, weil man weiß, was man ja von ihm erwarten kann. Er kennt die Mannschaft mehr oder weniger. Er ist immer im Frauenfußball so ein bisschen Freund und Fan geblieben. Und jetzt hoffe ich, dass er diese Nationalmannschaft erstmal wieder in die Spur bekommt. Die Spielerinnen haben sich eine schnelle Lösung gewünscht. Jetzt haben sie jemanden und jetzt kann man sich auch wieder auf Sportliche konzentrieren und fokussieren, weil auch dort stehen natürlich Turniere an. Es steht Olympia an und auch eine Qualifikation dafür. Und auch das muss erstmal gespielt werden und ist gar nicht so leicht, wie man zuletzt auch gesehen hat, wo man dann eben auch gegen ja, schwere Spiele auch vor der Brust hatte und auch gegen Dänemark dann war es, glaube ich, verloren hat. Und auch da muss die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur finden und das sehr, sehr schnell, weil man auch hier große Ziele natürlich hat. Dann drücken wir zum einen Horst Rubesch und seiner Mannschaft die Daumen, zum anderen aber und das noch viel mehr Martina Voss-Tecklenburg, dass sie schnell wieder gesund wird, weil das ist das Allerwichtigste.